from einen Job verloren hat, hat keinen Anspruch mehr darauf. Dieses jetzige Teil der sogenannten Hilfsgelder wieder verwendet werden muss, um alte Schulden zu tilgen. Also 50 Milliarden der neuen Schulden werden verwendet, um alte Schulden zu decken. Und insofern sehen wir, hier gibt es vor allem Spiralen. Selbst der IWF bekannt, dass der IWF jetzt nicht gerade eine Partnerorganisation meiner Partei ist, aber er hat die Fähigkeit zur Grundlage. Zugrunde liegt, die nicht Schäubles Ideologie entspricht, auf einmal davon nichts mehr wissen will. Wenn man sich das Dokument genau anschaut, sieht man aber auch, dass es schon einen Unterschied macht, ob Syriza oder eine der anderen Parteien dort mit in den Verhandlungen ist. Denn was wir sagen können, ist, dass Syriza unter wirklich schwierigen Bedingungen einiges rausgeholt hat. Ich will nur ein paar Beispiele nennen. Zum einen haben sie ihr humanitäres Notprogramm zumindest in Ansätzen gerettet. Also was Alexis Tsipras durchsetzen konnte, ist, dass es keine Zwangsversteigerung von Hauptwohnsitzen gibt. Das heißt, es soll verhindert werden, dass ganze Familien einfach im Zuge der Krise wohnungslos werden und auf der Straße landen. Zum Zweiten hat man durchgesetzt, dass bei der anstehenden Umsetzung der Arbeitsmarktreform, Klammer auf, wir wissen, wenn die Institutionen von Reform reden, meinen sie eher die Einschränkung von Rechten von Beschäftigten, Klammer zu. Hier hat Syriza durchgesetzt, dass dies erst konkret werden soll, nachdem man Institutionen wie OECD und ILO mit konsultiert hat. Zudem haben sie durchgesetzt, dass es eine Art öffentliches Beschäftigungsprogramm geben soll in Höhe von 50.000 Arbeitsplätzen. Dann sollen die Kosten für Medizin, vor allen Dingen von Generika, gering gehalten werden. Also das sind alles kleine soziale Schritte, die Syriza hat erkämpft hat. Besonders wichtig finde ich, dass es endlich Ansätze gibt, auch die Räder stärker zu besteuern. Und ich will immer klar sagen, da ja verschiedene deutsche Regierungsvertreter immer wieder in der Öffentlichkeit der griechischen Regierung vorgeschrieben haben, sie solle jetzt mehr tun, um die Reichen zu besteuern, finde ich, könnte die deutsche Regierung im eigenen Land mit gutem Beispiel vorangehen. Die OECD hat schon seit längerem eingefordert, dass es in allen Ländern eine Sonderabteilung gibt für den Steuervollzug von Superreichen. Das ist auch deswegen notwendig, weil die Superreichen besondere Möglichkeiten und Tricks haben, ihre Vermögen zu verflechten, zu verstecken etc. Und da braucht es gut ausgebildete Sonderabteilung. Deutschland ist diesbezüglich säumig. Das, was Europa und Griechenland jetzt wirklich helfen würde, möchte ich in aller gebotenen Kürze in drei Punkten zusammenfassen. Wir als Linke meinen nach wie vor, was es jetzt braucht, ist erstens eine europaweite gemeinsame Anstrengung zum wirklichen Steuervollzug und zur stärkeren Besteuerung von Superreichen. Da denke ich zum Beispiel an eine europaweite Millionärsabgabe. Zum Zweiten braucht es eine Schuldenkonferenz für ganz Südeuropa, wo man über Fragen wie Schuldenschnitt, Schuldenumschichtung, Schuldenmoratorium sich verständigt. Und drittens braucht es ein Investitionsprogramm, also ich sag mal so eine Art Neuauflage eines Marshallplans im zeitgemäßen sozialökologischen Gewande. Soweit zur Situation und Debatte um Griechenland und das sogenannte Hilfspaket nun zur Türkei. Die Linke hat schon sehr lange den Abzug der Patriot-Raketen gefordert. Die Einsicht der Bundesregierung ist spät, aber sie kommt. Das begrüßen wir. Wir machen uns allerdings keinerlei Illusionen, dass jetzt Ursula von der Leyen die deutsche Außenpolitik strikt antimilitaristisch ausrichtet. Denn der Abzug der Patriots ist wahrlich nicht ausreichend angesichts des Agierens des türkischen Premierministers Erdogan. Wir meinen, was es weiterhin als Sofortmaßnahme braucht angesichts der Art und Weise, wie mit den Kurden umgegangen wird. Wir meinen, es darf keinerlei Rüstungsgeschäfte mehr mit der Türkei geben. Es braucht ein generelles Stopp von Rüstungsexporten. Und drittens meinen wir, das PKK-Verbot muss endlich aufgehoben werden. Das ist ein unverzichtbares Signal, auch an die Adresse von Erdogan. Drittens zur Debatte um die Flüchtlinge und Repressionen und Abschreckungen. 60 Millionen Menschen, arme Kinder, alte Männer, Frauen, sind weltweit auf der Flucht.
und nur ein Teil davon zieht überhaupt nach Europa oder nach Deutschland. Aber der Umgang von Europa und Deutschland mit den Flüchtlingen ist ein menschliches Trauerspiel. Viele Menschen sterben im Mittelmeer und die, die ankommen, sind mit teilweise verheerenden Zuständen in den Flüchtlingslagern konfrontiert. Auf Abschottung, Kriminalisierung zu setzen, das ist wirklich eine menschliche, eine humanitäre Bankrotterklärung. Die Liste der Abschreckungsmaßnahmen, die gerade diskutiert wird, ist relativ lang. Ich will nur zwei Beispiele nennen. Der Innenminister de Maizière fordert Sachleistungen statt Bargeld. Der bayerische Innenminister, also sozusagen der parlamentarische Arm des rechtspopulistischen Stammtischs, Herr Herrmann, meint, man müsse Asylbewerber aus dem Balkan das Taschengeld kürzen. Aber auf Abschottung und Abschreckung zu setzen, ist nicht nur unmenschlich und verfassungsrechtlich höchst fragwürdig. Ich meine auch, dass es wirkungslos ist. Denn wer vor rassistischer Verfolgung, vor Not oder Elend flieht, der lässt sich auch durch Taschengeldentzug nicht davon abschrecken. Was wir jetzt wirklich brauchen, ist erstens eine Bekämpfung der Fluchtursachen. Die findet ja in Deutschland nur in Sonntagsreden statt. Also ein Stopp der Rüstungsexporte würde auch verhindern, dass bereits existierende Bürgerkriege weiter angeheizt werden mit Waffen. Zudem müssten wir endlich mal ordentlich in Entwicklungszusammenarbeit investieren. Seit 1970 gibt es das Ziel, dass sich jedes Land mit 0,7% seines Bruttoinlandsproduktes an der Entwicklungshilfe beteiligt. Im reichen Deutschland ist man weit davon entfernt. Statt 0,7% des BIPs leisten wir uns nur 0,4% des BIPs. Also Fluchtursachen wirklich zu bekämpfen, heißt auch mehr Geld in die Hand zu nehmen bei der Entwicklungszusammenarbeit. Und zweitens brauchen wir wirklich eine menschenrechtsorientierte Flüchtlingspolitik, die eben in den Mittelpunkt nicht die Abschreckung und Kriminalisierung setzt, sondern die sagt, das Hauptziel muss sein, Menschen, die hier ankommen, ordentlich zu versorgen und ihnen auch eine Perspektive in der neuen Heimat zu geben. Ich finde es sehr schön, der Begriff, den man in Thüringen geprägt hat, zu sagen, es geht auch um Neubürgerinnen und Neubürger. Und drittens finde ich, was Brüssel jetzt leisten müsste, ist, ein groß angelegtes Hilfsprogramm aufzulegen, damit Flüchtlinge, die hier ankommen, auch menschenwürdig aufgenommen werden können. Und in diesem Zusammenhang finde ich, ist es mehr als eine zynische Fußnote, wenn die CDU-Spitze heute Vorschläge zur Parteireform beschließen will, in der es nicht nur darum geht, den Frauenanteil zu erhöhen, sondern auch, ich zitiere jetzt, mehr Menschen aus Einwandererfamilien zu gewinnen und die Mitsprache von Mitgliedern zu verbessern. Ich glaube, wer mehr Menschen aus Einwandererfamilien gewinnen will, sollte vielleicht zuallererst seinen eigenen Umgang mit Flüchtlingen überprüfen und sich mit seinen Forderungen aus der Steinzeit verabschieden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.